Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und wir haben heute Folge 24 von Unchained und Unscripted. Wir haben kein großes Thema am Ende. Wir haben einfach ja, diverse bunte Kommentare, die wirklich zu allen möglichen Dingen sind. Es geht jetzt auch nicht nur um die Themen der letzten Wochen. Da gab es auch ein paar böse Kommentare, das haben wir hier auch bei, aber da werde ich dann ja, zu gegebener Zeit ein paar Worte zu sagen. So, wir fangen aber wie immer an mit der 30-Tage-Challenge und die sagt, einen Whisky jedes Mal neu entdecken. Ja, nichts Bestimmtes. Ein Whisky, den man jedes Mal neu entdecken kann. Eher alt, aber nicht uralt. Also nicht so uralt, dass es dann nur noch Eichenwasser ist. Also ich sag mal, den komplexesten Whisky, den ich mir vorstellen könnte, wäre vermutlich irgendwas zwischen 30 und 40. Es ist kein First Fill Fass, also weder Sherry noch Bourbon. Am besten wäre tatsächlich Refill Hogshead Reifung und eine kleine Zeit dann hinterher noch dran. Kommt auf das Fass an. Refill Sherry Cask Finish, aber dann wirklich für ein Jahr, dass wirklich ein Hauch mehr Komplexität reinkommt. Das ist nur ein ganz mini kleinen Schliff noch kriegt, eine ganz kleine weitere Ebene, die dem Whisky hinzugefügt wird. Eine kleine Veredelung, ein kleines Finish. So, ja. Spiegelung wollte ich ansprechen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine mehr. Ich habe letztes schon ein Video mal im Dunkeln gedreht. Jetzt ist es wieder dunkel. Ich habe ein anderes Video eben gerade gedreht. Da war es noch hell. Da habe ich jetzt beim Rendern gerade gesehen, da ist es wieder. Die Kameralinse ist sauber. Ich weiß, es nervt, es lenkt ab. Ich habe aber keinen anderen Platz hier. Es ist eine kleine Ferienwohnung, wo ich aktuell bin. Das wird sich irgendwann hoffentlich mal ändern. So, aber ich habe hier, was weiß ich, 4x7 Quadratmeter oder so. Und ja, entweder sitze ich auf dem Pott oder in der Küche, wenn ich nicht hier sitze. Und es sind überall Fenster. Deswegen kann ich das leider nicht ändern. Es hat irgendwelche Spiegelungen, Sonne, Linse, Fenster, wie auch immer. Tut mir leid. Ich kann mir hier einen riesen Balken hinmachen, dass man das nicht sieht, aber das ist dann natürlich auch nicht schön. Ja, bitte um Verzeihung, aber weiß, dass es nervt und ablenkt. Gut, wir fangen an mit J.H. Brune. Ein kleiner Hinweis eigentlich nur. Der Talisker Parley wurde so günstig abverkauft, weil Diageo eine Lizenz von der Umweltorganisation Parley of the Ocean hatte, um den Namen nutzen zu dürfen. Wer sich erinnert, war die Absicht hinter der Kooperation ein Umweltschutzprojekt, um Meeresraum zu schützen. Die Lizenz ist Ende Juni abgelaufen und der Whisky damit unverkäuflich. Darum wurde der Restbestand verramscht, anstatt zum Beispiel vernichtet zu werden. So einfach kann es manchmal sein. Gut, vielen Dank für den Hinweis. Tobi 1810. Hi André, ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Laborbereich. Jeder Test, jedes Gerät und jedes Produkt hat eine gewisse Fehlertoleranz. Ich habe mich daher mal gefragt, wie das mit der Fehlertoleranz bei der Alkoholstärke aussieht. Also wie genau wird es gemessen und was sind gesetzliche Vorgaben? Macht es einen Unterschied, wenn eine Nachkommastelle angegeben ist, zum Beispiel 43 oder 43,1? Fragezeichen. Bei unseren Vorgaben würde es einen nicht zu verachtenden Unterschied machen. Das kommt auf die Stelle an, wo es gemessen wird und es darf noch mal anders sein, als es auf dem Label steht. Wenn wir abfüllen, machen wir anhand der ja, Probe, wie gesagt, die letzte Flasche, die man abfüllt, die wird meistens nicht voll. Da macht man, nein, man macht schon vorher einen Alkoholtest. Anton Parr heißen die Geräte, mit denen wir da gearbeitet haben, aber die habe ich auch schon überall anders gesehen. Anton Parr ist da der Hersteller, dem vertraut wird. Der wird vermutlich auch eine gewisse Fehlertoleranz haben, aber die sind schon richtig teuer. Ich weiß nicht, was die kosten. Also ich glaube, so ein Handheld-Gerät, das kostet schon 1.000 € und wir haben dann natürlich noch so ein, oder hatten dann noch so ein Tischgerät, womit man dann misst. Und ja, es kommt immer drauf an, weil man hat ja auch unterschiedliche Temperaturen und bei unterschiedlichen Temperaturen dehnt sich der Stoff unterschiedlich aus und folgedessen hast du eine unterschiedliche Alkoholstärke bei unterschiedlichen Temperaturen. Ich hoffe, das macht Sinn.
Jeder, der schon ein paar Folgen gesehen hat, weiß, dass ich da mit Labor und Chemie und Hokuspokus, wie ich immer so schön sage, nicht so im Thema bin. Aber da steht, ja, wir haben da wie so ein Kassenbon, der dann ausgedruckt wird, den wir auf unsere Operations rantackern, damit das nachweisbar ist, okay, im Tank hatte der Whisky diese und diese Alkoholstärke. Und das wird natürlich gerade, wenn man jetzt 43 und 43,1, wenn man jetzt eine 43-prozentige Abfüllung machen will letzten Endes, dann hat man erstmal die Fassstärke, das misst man dann und das ist mal im Sommer, mal im Winter. Das ist in der beheizten Halle, ja, also, aber da geht das Tor auch öfters mal auf und zu, weil da die Fässer mit einem Gabelstapler reingebracht werden. Also da hat man schon deutliche Temperaturschwankungen, das Tor ist dann auch nicht klein, aber ja, Zimmertemperatur ist es nicht zwingend, ne? Also schon ein bisschen drunter, im Winter wahrscheinlich noch weniger. Von daher hat man da so oder so ein bisschen Schwankungen drin. Wenn man dann seinen Whisky, den man abfüllen möchte, im Wettingbehältnis hat, wie gesagt, dann wird einmal gemessen und dann hat man die Fassstärke. Und nochmal allgemein. Es ist auch Fassstärke, wenn es mehrere Fässer sind. Es ist immer noch Cask Strength. Man muss dann nicht Batch Strength oder was auch immer drauf schreiben. Es ist immer noch Cask Strength, wenn man den will. Man geht dann von dieser Cask Strength aus, was dann, was weiß ich, 57,8 sind. Und dann will man, wenn man einen 43-prozentigen Whisky hat, möchte man den runter verdünnen. Dann gibt man Wasser hinzu und also meistens hat man zwei Zugaben, Cycles, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Man gibt halt erst ein bisschen Wasser rein oder einiges an Wasser rein, um erstmal den großen Teil bis zu den 43% zu überbrücken. So, und dann ist man ungefähr an der Stärke. Man will aber auf jeden Fall natürlich noch über dieser Stärke bleiben. Meistens hat man dann aber, was weiß ich, 44,2 und dann gibt man noch was rein. Das rechnet sich natürlich aus der Menge und so weiter. Und auch dann wird man meistens über der gewünschten Apfelstärke bleiben. Es ist eigentlich egal, in einem gewissen Rahmen, man darf 0,3% abweichen zu dem, was auf dem Label steht. Also hast du selbst in deiner Operation, hast du dann meinetwegen stehen, okay, wir haben das letzte Wasser zugegeben, wir waren dann bei 43,2 meinetwegen und dann sagst du, passt schon, ist okay. Auf dem Label steht dann 43,0. So, und das ist diese Toleranz, die du haben darfst. Du darfst die nach oben und auch nach unten haben, es sei denn, Quizfrage an alle, wann darf man das nicht? Genau, wenn man bei 40% landen will, denn dann darf man nicht unter 40, weil denn dann ist es kein Scotch Single Malt mehr. Oder kein Whisky mehr in dem Sinne. Deswegen, also alles über 40 kannst du 0,3 Abweichungen haben und musst es auch nicht auf dem Label angeben. Deswegen, die meisten Abfüllungen, gerade von unabhängigen Brennereien, unabhängigen Abfüllern, die selber abfüllen, die meisten, die werden jetzt keine hochindustrialisierte Anlage haben, wie es jetzt vielleicht ein Diageo hat, aber ich weiß auch nicht, wenn es jetzt ein Diageo macht und da in Liven abfüllt, ob die da extrem genaue Apparaturen haben. Oder ob die auch sagen, ja, ist 40,2, passt schon. Könnte ich mir beides vorstellen, aber die meisten unabhängigen Abfüller, die selber abfüllen oder unabhängige Brennereien, die bei sich selber abfüllen, da würde ich sagen, meistens hat man 0, 2, 0, 1, wie es dann auch gerade, wie man da auch gerade landet, hat man dann mehr da drin. Während ich dort war, hatten wir irgendwann mal eine Reklamation, das kam auch aus Deutschland, und die hatten irgendein Amt, was weiß ich, die haben da, nee, in Adredau war es nicht, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein Anstillfiltert haben die gemessen und haben gesagt, hey, laut Etikett ist es 46%, wir haben aber, ich weiß es nicht mehr, die genaue Zahl, wir haben 48,3 gemessen, irgendwas, halt was weit weg ist. So, du, böse, dürft ihr nicht und sowas alles. So, wir haben dann unser Sample rausgeholt. Wo ist es? Ja, dafür hat man diese Batch-Nummern, die wir dann einfach gestalten. Es ist dann, wenn es 2020 abgefüllt wurde, ist das zum Beispiel 20 für das Jahr 2020 slash und dann, was weiß ich, ist es 137. Das ist dann die 137. Abfüllung, die in diesem Jahr 20 abgefüllt wurde. Dann brauchen wir nur gucken, okay, welche Fassnummer hat der? Okay, dann gucken wir es ins System.
welche Fassnummern hatten welchen Batchcode. So, dann suchen wir den Batchcode raus oder die Lot Number oder wie auch immer man es nennen will, Bottle Code. Und dann finden wir die Probe auf der Palette mit den Samples von 2020, nehmen die raus, lassen die temperieren. Dann gehen wir daran nochmal mit dem Messgerät und gucken, ob uns da vielleicht irgendwas passiert ist. Nein, hatte 46 oder 46,2 oder irgendwie sowas. Und dann haben wir den Zettel zurückgeschickt oder eine Mail zurückgeschickt mit Foto, ja, mit dem Messgerät und dem Ergebnis und der Probe da stehen. Ja, wir haben nochmal nachgemessen bei unserem Control Sample. Das hat 46 oder 46,3. Messt ihr bei euch nochmal nach. So, und dann ist auch nichts mehr gekommen. So, also das sind die Vorgaben oder das ist die Praxis, wie das dann so stattfindet. Gut, nächste Frage. Alfred Fuchs. Hallo André, warum gibt es so wenig Samples? Ist es die Angst, dass man die 0,7 Flaschen dann nicht kauft? Fragezeichen. Oder liegt es wirklich am Preis, den man verlangen müsste? Ich würde mir 0,1, also 10 Cl Flaschen wünschen, denn 5 Cl sind mir fast zu wenig, aber eine Originalflasche mit Etikett und keine Flasche ohne Etikett aus einer Flaschenteilung. Was? Ach so, ich würde mir eine Originalflasche mit Etikett wünschen und keine ohne. So, ist meine Denke wirklich so eine Ausnahme? Ja und nein. Manche haben das ja. Glenn Rothes hatte 0,1 Samples. Ich bin der Meinung, Glenn Morangi auch. Oder waren die sogar 0,2 oder 0,15 oder irgendwie sowas? Also da gibt es schon teilweise so eine komischen Maße, die dann ein bisschen größer sind als 0,5. Ja, im Zweifel zwei Minis kaufen, was dann natürlich teuer ist. Aber ja, man will große Flaschen verkaufen, ganz klar. Viele machen gar keine Minis mehr. Aber die gibt es ja, was weiß ich, Simple Sample bei Vic, bei Whisky.de, bei Marco Bonn, bei was weiß ich, also. Viele machen das ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, in welchen Größen. Whisky Botschaft hat das auch viel gemacht. Ja, also generell, ich würde es mir auch wünschen, wenn es von allem eine 0, 0,2 oder 0,3 Flaschen gibt, würde mir vollkommen ausreichen. Also ich verstehe dich da komplett, aber entweder das ist halt die Probiergröße, was dann wirklich ein Schluck ist, gefällt mir nicht so, und dann kauf die große Flasche oder kauf direkt eine große Flasche. Mayonnaise. Mayonnaise soll das heißen? Weiß ich nicht, kann sein. Servus André, danke für das Video. Ich warte darauf. Ich weiß jetzt gerade nicht, zu welchem Video es war, aber gut. Ach so, dann kommt neuer Satz, dass endlich alle Whiskys zum halben Preis angeboten werden. Dann können wir alle zuschlagen. Dann sind die Lager wieder leer und die Preisspirale kann von neuem beginnen. Das ist dann ein Schlu Dann ist ein Schlussstrich gezogen und das rettet vielleicht neue Brennereien, weil die wieder produzieren können. Das war vermutlich auf die Aussage von mir, dass ich gesagt habe, okay, wer jetzt darauf wartet, dass alles nur noch 10% kostet oder die Hälfte oder was auch immer, der kann lange warten. So, weil das werden die Brennereien, viele werden es nicht mitmachen, viele werden es nie mitmachen. Und selbst wenn es jetzt andere machen und in die Richtung gehen, es ist eine kleine Überbrückung, die wir jetzt machen müssen. Ja, das ist schlimm für den einzelnen Händler, je nach Lage, wie der aufgestellt ist und so weiter. Aber die Branche sieht das natürlich als, ja, China wird sich in naher Zukunft hoffentlich wieder erholen. Die Lebenshaltungskosten in Europa, Deutschland, USA werden sich wieder erholen. Ja, und deswegen werden wir unsere Sachen jetzt nicht billig verkaufen, denn es macht keinen Sinn, jetzt alles runterzusetzen, also erst recht nicht auf dem halben Preis. Also wir können, wie ich schon oft gesagt habe, wenn wir jetzt Angebote mit 30, 40% sehen, billiger wird es nicht. Billiger wird es nicht. Es wird auf lange, lange, lange Sicht vielleicht irgendwann günstiger, wenn wir wirklich ein Whisky-Loch kriegen sollten. Aber selbst da haben wir auch schon angesprochen, bevor die mit ihren Preisen runtergehen, die stecken das lieber in andere Spirituosen rein. Ja, dann ist das halt hinterher ein Cream-Likör oder was weiß ich was. So, und die Aussicht, die alle haben, da habe ich auch schon Interviews mit Deborah Crew, CEO, also Boss von Diageo gesehen. Und die sagt auch, ja, diese Problematik mit Gen Z ist uns sehr wohl bekannt und wir müssen immer mehr Richtung Premiumization, ist das Wort, was bei ihr alle drei Sätze einmal auftaucht. Und da wurde sie auch gefragt,
Boah, ich weiß nicht, von irgendeinem Nachrichtensender oder so war die da mal im Fernsehen. Ich kann gucken, ob ich das Video nochmal finde auf die Schnelle, denn dann packe ich euch das unten rein. Das geht 3 oder 5 Minuten. Und da wird sie auch exakt auf dieses Thema angesprochen von dem Anchorman. Und der sagt auch, ja, aber wenn die Lage so ist, wie sie gerade ist, dann noch mehr zu verlangen und sowas alles oder nicht mit den Preisen runterzugehen. Ne, die haben dann natürlich den Aktienkurs besprochen und sowas alles. Und dann sagt sie ja auch, ja, das ist jetzt so. Und das ist, wird aber nicht für Ewigkeiten so sein. Es wird irgendwann sowieso weniger werden, was die Verkäufe angeht, wegen Gen Z. Ja, das ist denen absolut bewusst und trotzdem bauen sie aus wie nichts Gutes. Es wird an einer anderen Stelle für sie, muss es wachsen und das sind neue Märkte. Und da sind Indien, China, USA, denn selbst die Märkte, auf denen sie sind, selbst viele Länder in Europa haben noch so viel Potenzial, was Whisky angeht. Und das sehen die, auch die USA, selbst wenn alles so ist wie vorher oder in China alles so ist wie vorher, es ist noch unfassbares Potenzial in diesen Märkten. Ich habe ja auch schon selber gesagt, teilweise, wenn Pernod Ricard Gartenbreck aufmacht, ja, nö, kann nicht groß genug sein. Ja, hau da einen Riesentrümmer hin. Ne, schaden kann es nicht. So, entweder wir brauchen es und dann sind wir für jeden einzelnen Gartenbreck und Dalmonach und was weiß ich, 30 Millionen Liter Brennerei sind wir für jede einzelne dankbar, weil das kann schneller gehen, als es uns lieb ist. Weil diese Situation, die jetzt in die andere Richtung gegangen ist, das ist auch eigentlich innerhalb von wenigen Monaten passiert. So, und die Auswirkungen sehen wir, genauso schnell kann das wieder in die andere Richtung gehen. Da muss man sich jetzt selbst fragen, ist man Positivdenker, ist man Negativdenker? So, aber wenn du solche Riesenfirmen hast, du bist halt, ja, du musst halt langfristig denken. Und die sagen sich auch, ja, dann haben wir jetzt vielleicht einen kleinen Überschuss und produzieren wie die Blöden. Aber wenn wir sehen, dass sich das auf absehbare Zeit nicht ändert, ja, dann fahren wir die Kapazitäten halt wieder runter. Wo ist das Problem? Nur weil man jetzt Riesenbrennereien baut und tausend Brennereien baut, heißt das ja nicht, dass die alle durchproduzieren müssen wie nichts Gutes. Das heißt es nicht. Ne? Die müssen nicht, selbst wenn. Viele Brennereien sind auch zum Beispiel so gestrickt, ja, die werden berechnet mit Kapazität, okay, wenn die 3 Schichten machen würden. Machen sie aber nicht. Sie machen eine Schicht und ohne Wochenende. So, das ist dann ein Drittel von der Kapazität, die angegeben wird. Ja, es ist dann mehr und wir werden uns im kommenden Video wahrscheinlich, was ich hier vorgedreht habe, was für euch aber hier nachkommen wird, da kommt ein Video mit 9 Brennereien und da sind. Für viele, für 70% der Zuschauer werden da mindestens 60 neue Brennereien bei sein. So, so viele sind es, aber es sind halt kleine. So, und der ein oder andere wird da im Falle eines Falles vielleicht auch auf der Strecke bleiben, weiß man nicht. Ja, aber das zeigt auf jeden Fall sehr gut, wie positiv die Branche die Zukunft sieht. Und sie sehen die Märkte und das ist langfristig. Und da braucht man jetzt nicht großartig, ja, darauf warten, dass die ihre Preise halbieren. Die haben auch schon gesagt, wenn sie dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn die Leute jetzt zurückhaltender sind, die haben auch gesagt, Langfrist, nein, jetzt Preise runter, nein, macht keinen Sinn. Auch wegen dem Aktienkurs selber oder die müssen ja ihre Quartalszahlen offenlegen, dann wollen die auch nicht sagen, ja, wir haben gleich viel Whisky verkauft wie letztes Mal, aber wir haben nichts dran verdient, mehr oder weniger. Dann eher mehr, um die Verluste auszugleichen. So unlogisch das auch im ersten Moment klingt. Das haben wir sogar im Bericht von Pernod Ricard. Ich weiß gar nicht, ob ich den gezeigt habe. Das hatte ich zumindest irgendwann mal erwähnt. Ja, wir waren weniger profitabel. Ja, wir machen die Preise teurer. Ja, auch wenn es gerade schlecht läuft. Das ist da die Logik, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das Gleiche ist es mit Gen Z. Und das ist denen sehr wohl bewusst. Wie gesagt, ich versuche euch das Interview da mal zu finden. Und in die Kommentare reinzupacken. Und da hast auch schon gesagt, ja, es wird weniger getrunken, deswegen ist allen klar, es muss hochwertiger werden, damit man profitabel bleibt. Und mit dem Rest, da sieht man dann, was passiert. So, große Marktanteile will man haben und Premiumization, wie gesagt, ist jedes dritte Wort oder in jedem dritten Satz einmal drinne. Die wollen alles premiumisieren. So, und die sind richtig stolz auf ihren Johnnie Walker und auf ihre Single Malts, die schon so teuer sind. Die wollen jetzt alle anderen Rums, Wodkas, Gins auch anheben. Und sagen, ja, okay, das hat jetzt 10 € gekostet oder 15, ja, das soll jetzt demnächst 25 kosten. Einfach, um das auszugleichen. Wenn sie dann hinterher weniger herstellen, fein.
keine Probleme mit Fässern bei Whisky oder was weiß ich was. So, es hat auch alles Vorteile. But look, certainly it was, you know, a disappointing, and we're not satisfied with where we are. And I'm restless to get back to, you know, all regions performing at their full potential. And thank you for talking us through the high and the low lights there, Deborah. There's a word I really hate trying to say, but I'm going to say it anyway, and it's premiumization, and it's a word that that Diageo has drilled into me, amongst others as well. Is premiumization the right strategy in the current market where the consumer is under a lot more pressure? I think there's always been an issue about making your product more exclusive, and we get that. We've seen the luxury goods sector. But in terms of a tougher consumer environment, is premiumization actually not the right thing to be aiming for? You know, actually, you know, you take a market like the U.S., and while we are seeing that more uncertain environment, we're seeing the U.S. in low single-digit growth. That being said, when you look at where there is growth, it is still super premium plus priced products. So, you know, it is still the right strategy, and we here are. Und das neue Zauberwort, was auch immer öfters fällt, ist Mastiche. So, Mass from masses, also von Massen, und Tiche von Prestige. Also man will massenproduzierten Stoff in den Prestige-Bereich reindrücken. Und das ist Marketing, das ist Promotion, das ist, ja, vieles, wie du dich halt in den Markt reinstellst, wie du, ja, wenn ich jetzt schon sage, Port Ellen und Brora sind neue Brennereien, ja, die haben den Namen, die haben den Ruf, ja, da brauchst du nicht großartig irgendwas erklären. Da sagst du, ey, das ist Port Ellen, was willst du von mir? So, 300 Euro, 10-jährig, hab Spaß. So, das ist jetzt natürlich das übertriebene Beispiel davon, aber das ist vielleicht ein Beispiel. So, und genau, es wird auch immer günstigere Malls geben. Ja, dann ist meinetwegen alles, was Singleton ist, ist dann Einstiegsbrennerei. Ich weiß nicht, ob Talisker jetzt auch dahin getrieben wird. Kann sein, muss nicht sein, kann sein, dass diese ganze Lidl, was weiß ich, weiß nicht, auch Aldi, Penny, Netto, überall waren diese Single Malls. Ja, vielleicht will man die Leute anfixen. Ja, dann gibt es da den günstigen Malt. Und vielleicht ist das dann in Zukunft ein Talisker und ein Singleton und den so. Aber die gucken dann irgendwann auch, ja, ist ja lecker, was gibt es denn da noch? So, und dann gehen sie zum Fachhändler und dann kaufen sie die Mastiche oder Prestige-Abfüllung. So, es ist überhaupt nicht alles grausam. So, wie gesagt, übergangsweise, ja, für einige Händler, ja, für einige kleine Brennereien werden Probleme haben. Nimmt die Asche darauf Rücksicht. So. Gut. Das haben wir alles. Tanja Ling. Ich lese gerade Whisky Experts, den Artikel, der aktuelle Whiskymarkt in Deutschland. Zahlen und Fakten von IWSR. So, und ich habe jetzt mal kopiert, was die geschrieben haben, also ein paar Teile, ein paar Auszüge. Gefühlt befindet sich auch der deutsche Whiskymarkt im Umbruch, ausgelöst durch die Zurückhaltung der Konsumenten beim Kauf und einem nach der Pandemie entstandenen Überangebot an Ware, ein Überangebot an Ware, das nun erst einmal aus den Kanälen an die Konsumenten gebracht werden muss. Ein Prozess, der Zeit braucht. Die Zahlen vom IWSR unterstützen diesen gefühlten Eindruck zum Teil. Vielleicht die überraschendste Zahl zu Beginn: Der Whiskymarkt in Deutschland wuchs volumenmäßig um satte 22%. 22%. Hey, worüber regen wir uns auf? Kommen wir gleich zu. Wobei das stärkste Wachstum gegen Jahresende geschah. Hä? Haben wir uns nicht letzt hier bei mir noch einen Chart angeguckt, dass das Weihnachtsgeschäft so katastrophal war? Kommen wir gleich zu. Das Wachstum kommt aber aus einer auf den ersten Blick überraschenden Quelle. Nicht Single Malts, die sogar um 7% an Menge verloren, sondern die Blends mit einem Plus von 30% waren es, die das Wachstum befeuerten. Also, viel mehr Blends, das kann den Großen gerade nur recht sein, ja, und 7% hat Single Malt verloren. Wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, was wir womit vergleichen. Die Charts, die ich angezeigt hatte im letzten, vorletzten Video, wann auch immer, die waren der Weltmarkt. Und hier ist die Rede von Deutschland.
Wenn wir jetzt sagen, okay, das Weihnachtsgeschäft ist miserabel gewesen laut den Charts, das war Weltmarkt. Ich hatte Ende letzten Jahres ja schon diese ganzen Themen da angesprochen, muss jetzt nicht immer wieder coinen. Haben wir aber alle festgestellt und auch viele Zuschauer haben festgestellt, ja, Kollege, wovon redest du da? Ich sehe hier gar nichts. Nein, da gab es auch noch gar nichts. Das ist bei uns erst im neuen Jahr angekommen und ja, eigentlich Q2. Q1 schon angefangen, Q2 wurde es dann sichtbar. Und das ist diese Zahl. Und wenn wir jetzt an Single Malt 7% Menge verloren haben im deutschen Weihnachtsgeschäft Q4, da war es bei uns noch nicht angekommen. Und wenn wir jetzt jeden deutschen Händler fragen, okay, hast du jetzt 7% verloren und deswegen geht es dir so schlecht? Nee, das sind ganz andere Zahlen. Das sind Zahlen, die jetzt gekommen sind. Weihnachten wird wahrscheinlich auch nicht so prickelnd gewesen sein wie die Jahre Weihnachten zuvor. Aber ja, mittlerweile ist es deutlich mehr und deutlich schlimmer. Gut, Blends 30% hoch, kann jetzt alles sein, ich weiß nicht. Ich müsste eigentlich die deutschen Zahlen vom Vorjahr, vom IWSR raussuchen. Kann sein, dass das da noch mit Kneipen und Bar und sowas alles so. Aber insgesamt, die hatten das doch noch aufgedröselt. Es waren auch Blended Malls dabei und ja, andere Sachen. Das muss nicht alles immer nur das Allergünstigste sein. Waren auch Super Premium Blends halt mit bei. So, kann jetzt ein Johnny Walker Blue sein oder sowas alles. Also das ist deutlich gewachsen. Ja. Hilft das den Händlern, den Whisky-Fachhändlern? Zum Großteil nicht. So, die haben nicht den Johnny Walker Red, die haben nicht den Chivas 12, die Grouse oder was auch immer, Ballantines. Damit machen die nicht nur Umsatz, sondern mit Single Malt. Gut. Habe ich jetzt gar nicht mit aufgeschrieben. Sie hatten noch irgendwie gesagt, da passt ja irgendwas nicht zusammen. Und da hatte Schal 64 noch geantwortet, ja, die Leute kaufen zwar noch hochpreisig, wenn jetzt einer mal eine Flasche für 200 Euro kauft, das tut der vielleicht auch jetzt noch, der kauft aber vielleicht einfach nicht drei davon im Jahr. Gut. Official Tauti. Muss nichts heißen, aber es passt gut rein. Vor 4 Jahren hieß es bei der Isle of Harris Distillery, dass sie nicht planen, das Private Cask Programm fortzuführen. Diese Woche ging ein Newsletter raus, dass sie es wieder aktivieren. So, ist jetzt wieder was zur Situation, aber da will ich gar nicht großartig was zu sagen. Da sage ich was bei der nächsten Frage von GUXYZ. So, und er schreibt, ist jetzt ein bisschen offensiv, sage ich mal, wenn YouTube deine einzige Einnahmequelle ist, dann brauchst du dafür natürlich Abonnenten. Klar, das geht am besten mit diesem ganzen negativen Zeug. Das war auch noch ein anderer Kommentar, der da irgendwie was Ähnliches geschrieben hat. Ich kann das verstehen. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt nur darauf rumreite. Und das ist auch nicht mein Plan, dass das so weitergeht oder dass das jetzt mein Hauptthema sein soll. Ja, das bringt Klicks und Abonnenten, aber wenn wir jetzt alles einmal durchgesprochen haben, dann was soll ich da noch großartig drauf rumreiten? Erst habe ich es im November gesagt, jetzt haben wir die Situation hier. Wenn jetzt, sage ich mal so, bis jetzt eigentlich ein halbes Jahr habe ich mehr oder weniger das nicht großartig zum Thema gemacht oder nicht so vordergründig, wie es jetzt in den letzten beiden Videos der Fall war. Aber wenn dann jetzt das Händlersterben kommt, wenn dann jetzt der Fall Mark Mührer kommt, wenn jetzt Pendering kommt und dann noch ein paar andere Anzeichen, ja, das, wenn ich hier News bespreche und über den Markt rede und das Business und wie es was in Schottland funktioniert und nichts verkostet und einen Whisky-Kanal habe, dann steht der Elefant im Raum und natürlich rede ich dann darüber. So, und da habe ich dann auch nochmal ein Anschlussthema, aber jetzt haben wir alles erzählt. Wir haben jetzt anhand Glenmorangie erzählt, was ist Overaging sichtbar, was ist Overaging nicht sichtbar. Wir haben, was weiß ich, diese Private Cask hier und da besprochen. Wir haben, was ist eine Insolvenz und was bringt das mit sich? Und hier und da wurden die Produktionskapazitäten, ja nicht die Kapazitäten, aber die Mengen einfach runtergefahren. Ich habe jetzt alles erzählt. Also wenn jetzt nochmal was kommt hier, die haben wieder, Isle of Harris hat wieder damit angefangen. Ich erwähne das vielleicht mal im Satz so, aber ich reite da jetzt nicht großartig rum, weil es alles dazu erzählt. Und Einnahmequelle,
Vergiss es. Wenn ich hier pro Video eigentlich im Schnitt eine Dreiviertelstunde sitze, teilweise eine Stunde oder mehr, wenn ich da jetzt einfach mal 10 Euro Stundenlohn, was, ja, ne? Wenn ich das jetzt mal ausrechne, ich sitze eine Stunde hier, ich mache mir diese Zettel, ich suche mir die Themen zusammen, das ist nochmal eine Stunde, ich gucke mir das ganze Video hinterher nochmal an, da sitze ich nochmal eine Stunde und schneide daraus, wenn ich huste oder mich räuspern muss und suche die ganzen einzelnen Artikel wieder raus und mache einen Screenshot und pack das rein, also rund 3 Stunden bin ich dabei. Ja, so ein Video, ja, wenn es schlecht läuft, gibt es 5 Euro. Wenn es besonders gut läuft, dann gibt es 15 Euro. Es ist ein Minusgeschäft, es ist nur Hobby. So, wenn ich dann noch hier Hardware mit Mikrofon und Licht und was weiß ich nicht alles einrechne, ja, Druckkosten und was weiß ich, da bleibt nichts mehr über. Davon kann man nicht leben. Ich glaube nicht mal, dass man davon leben kann, wenn eine Person die Einnahmen von Whisky.de, Friendly Mr. Z, Pat Hawk, meine und was weiß ich, noch 3 andere von den größten mit den besten Einnahmen im deutschsprachigen Whisky-Bereich. Nicht mal davon könnte man leben. Wie gesagt, bei mir ist es pro Video manchmal 5 Euro. So, dann habe ich pro Monat, wenn es Sommermonat ist, sagen wir es ruhig, wo dann keine 3.000 oder 2.500 Klicks kommen, dann sind das 5 Euro. Und dann sind das 4 mal 5 Euro, sind das 20 Euro. Ja, davon leben ist eine straffe Diät bei Obdachlosigkeit. Nee, aber ich weiß natürlich, wo es hingehen soll. Und nee, aber ich kann euch beruhigen, wie gesagt, da werde ich jetzt nicht drauf rumreiten. Also wir gehen weiter querbeet, wie jetzt heute auch. Das war jetzt zweimal das Thema, aber wie gesagt, das ist alles erzählt. Wenn ich jetzt einen neuen Sachverhalt habe, wo ich einen anderen Hintergrund vermute, dann sprechen wir da nochmal kurz drüber, aber das geht jetzt nicht die nächsten Monate so weiter. Also sehe ich nicht kommen, wüsste ich nicht. Also dann müsste wirklich schon so viel passieren, wie ich es mir gar nicht vorstellen will. Gut, Beefy schreibt, das, was du zum Schluss gesagt hast, macht mir Mut. Von 2019 bis 2023 ohne die Ergebnisse dazwischen ist immer noch ein Aufwärtstrend zu sehen. Ja, wie hoch war nochmal der Anteil an Single Malt bei den Distillerien? Zwischen 2% und wie viel Prozent? 2% war die Zahl, wo ich gesagt habe, dass es im Konzern Diageo ist Single Malt Whisky. Ausgerechnet. Milchmädchenrechnung. Da ist noch ein viel größerer Teil Scotch Whisky, also was Johnny Walker ist. Der Teil ist nochmal, ich weiß es nicht, 15-20%. So, und dann kommen da noch die ganzen Wodkas und Gins und Guinness Bier und was die alles haben. Bei einer normalen, das ist Perspektive, ist unterschiedlich. So, Edradour, Glenallachie und die ganzen Unabhängigen ist 100% Single Malt und bei jeder anderen wird es anders sein. Rose Isle, ja, riesengroß, 10,8 Millionen Liter, aber trotzdem Reinblendbrennerei, wenn man so will. Ja, Glenburgie, Linkwood, Penrhyn's. Ja, ab und zu haben die so eine kleine Abfüllung und hier mal eine Flora, Fauna, was auch nicht beworben wird, aber das ist halt, ja, es ist unterschiedlich. Ich kann mal raussuchen, die Menge an Single Malt. Ich habe das auch, Leon von Malt Mariners hat mich das gefragt, dem habe ich die Zahl dann irgendwann gegeben, weil ich es auch lange Zeit nicht wusste und keine verlässliche Quelle von ganz Schottland dazu hatte, aber ich habe es auch wieder vergessen. Zahl habe ich aber irgendwo, gucke ich mal, ich hoffe, ich denke dran. So, viele Grüße S. Ja, gut, ne, das war's schon, das soll es gewesen sein. Heute nicht allzu lange, viel mehr hat es sich nicht ergeben und ich muss jetzt auch demnächst die Zeit überbrücken, wo ich unterwegs bin. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.